Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia Doomsday. Mein Name ist Floma und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und wir haben ja letztes Mal die Gläser gerettet, allerdings uns ein bisschen vertan, würde ich mal so sagen. Es ist dann nicht der Elefant gewesen, der uns in die Falle gegangen ist, sondern Tonis Mutter, die man nicht so wirklich sieht, ne? Vorhin, als sie hier hing, hat man auch nicht gesehen, wie das Gesicht aussah, so wirklich jedenfalls, und jetzt auch nicht. Na gut, ja, vielleicht möchte man Tonis Mutter auch gar nicht sehen, aber versuchen wir mal, die Wogen zu glätten. Vielleicht jagen wir jetzt hier die Lütte in die Luft, das wäre schon cool. Vergiss es, Paps. Nichts, was du sagst, könnte mich umstimmen. Das hat deine Mutter damals auch gesagt. Die Worte frische Kekse haben es schließlich getan. Klopfe die Klopf? Hey, Rufus. Hallo, Bernhard. Wie schlimm ist es diesmal? 9,8 würde ich sagen. Mach eine Runde 10 draus. Du sprichst noch mit mir. So schlimm kann es also gar nicht sein. Ach komm, Toni. Ach komm schon, Toni. Wollen wir uns wieder vertragen, hm? Was denn? Nicht mal ein kleiner Grunzlaut? Aber es ist genau mit dem rosaroten Elefanten und du deiner musst Mutter. Zugeben, deine Mutter sieht einem rosa Elefanten schon ziemlich ähnlich. Du, Rufus, vielleicht gibst du ihr noch einen Moment. Keine Panik, ich mach das schon. Ja, würde ich auch sagen. Na los, schrei mich ruhig an, dann haben wir es hinter uns. Rufus, du bist so ein Idiot. Aber ein gut aussehender Idiot, dem ich nichts übel nehmen kann. Sag doch mal was. Frische Kekse. Es klappt nicht. Warum klappt es nicht? Keine Ahnung. Hast du Würfelzucker dabei? Immerhin sind die Gläser noch heil. Das stimmt. Wie jetzt? Zählt das denn gar nicht? Warum habe ich mich denn dann so angestrengt, sie nicht kaputt zu machen? Ach, okay. Mann. Das tut mir leid. Da, ich hab's gesagt. Zufrieden. Du checkst es einfach nicht, oder? Du kannst nicht ständig alle Zelte abbrennen und trotzdem hoffen, dass es so bleibt wie immer. Irgendwann ist Schluss. Und dieser Augenblick ist jetzt. Aber darum geht's doch. Alles ist bereit. Wir können endlich nach Elysium, zu neuen Ufern. Das ist kein neues Ufer. Das ist dasselbe dämliche Ufer wie beim letzten Mal. Und bei dem davor. Und am Ende wird es sich als Sackgasse herausstellen. Und da liegst du eben falsch. Zufällig weiß ich genau, dass ich es schaffen werde. Ich hab's nämlich gesehen, jawohl. Aber nicht mit dir. Oh nein. Ich werde eine Elysianerin kennenlernen. Eine, die mich versteht. Rufus? Tja, da guckst du, was? Diesmal mache nämlich ich Schluss. So, such dir einen anderen Idioten, der dich und dein Gemecker aushalten muss. Du hast mich ausgehalten? Oh, genau. Aber meine Geduld ist am Ende. Du hast mich? Rufus, renn! Ausgehalten? Toni, beruhig dich! Nein! Nein! Oh. Strike! Ach, du lieber Lumpi, das ist eine Katastrophe! Entspann dich. Toni hatte schon immer diese Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Drehen wir halt nochmal die Zeit zurück. Oder, weißt du was? Wir lassen es einfach. Das Chrono-Car, was haben wir getan? Wir haben den Lauf der Geschichte unwiderruflich verändert. Beruhig dich mal. Toni, ja, das nennt sich Präsens. In meiner Vision verlief der Streit ganz ähnlich. Bis auf ein, zwei unbedeutende Details vielleicht. Was? Aber... Außerdem willst du eh nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Glaub mir. Bei Licht besehen war es eine ziemlich dämliche Geschichte. Hatte nicht mal ein Happy End. Aber wir waren uns doch einig, dass diese Vision nur ein Traum gewesen sein kann. Wieso? Weil es unmöglich ist, sich an Geschehnisse aus der Zukunft zu erinnern? Das... Oh! Genau! Und jetzt? Ich wette, all das hier ist schon einmal passiert. Ich glaube nicht. Pläne, nach Elysium zu kommen, der Streit mit Toni und dass ich die Welt gerettet habe. Du hast was? Die Welt gerettet? Noch nicht. Ob ich es wieder mache, überlege ich mir noch. Ach du liebes Lottchen, wie kann ich nur so dumm gewesen sein? Genau, denk über deine Fehler nach.
Ich gehe derweil nach Elysium. Diesmal lasse ich mir mein Happy End nicht nehmen. Ob das so gut ist, können wir ja noch was rausnehmen. Und mit den beiden können wir nicht mehr reden. Ach, schade. Ich hätte nochmal auf Wiedersehen gesagt. Sehr gerne. Oh, ein Trümmerteil. Oh, das brennt noch. Da weiß ich doch, was man mitmachen kann. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Also sich bewegende Teile im Inventar finde ich auch cool. War das bei den letzten beiden, bei Teil 2 und 3, war das auch so? So, ich fliege jetzt einfach los. Ich habe die Schnauze voll von Deponia. Und auf geht's! Elysium, ich komme! So sieht's nämlich aus. Was machst du? Oh, nein! Du Pestbeule! Willst du mich umbringen? Das ist zwar Plan B, aber wir können gerne eine Phase überspringen. Na warte! Du hast Toni das letzte Mal gesehen! Ich werde ihr verbieten, dich noch einmal zu treffen! Nur zu! Ich bin eh durch mit ihr! Wie mit überhaupt allem hier! Jetzt musst du nur noch loslassen! Bist du wahnsinnig? Ich brech mir alle Knochen! Bei deinen Speckpolstern? Unwahrscheinlich! Und nun Ankerlichten! Oh! Mach's gut, du Furie! Tschüss! Oh, warum brennen wir? Ich sag dir nicht! Ich kann dich nicht hören! Der Ballon brennt, du Fluffpfeife! Der Ballon brennt! Oh nein. Och Mann. Rufus! Wo ist der hin? Haltet ihn! Zu den Fackeln, Männer! Oh, oh, die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Ich mach mal lieber, dass ich wegkomme. Ja, aber wohin? Oh nein. Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden. Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Nee, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt, die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, nee, ist klar. Seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Fufnex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wirst mit Sicherheit der bessere Elefantenschischnox. Hallo, ich unterbreche ja nur ungern. Aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben. Hm, ist das Cletus? Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Wie es geworden worden wäre. Gute Reise, Dumbo und Elefant. Oh Mist. Rufus, der Elefant. Ich meine, der Zeitreisende. Er ist wieder hier. Wahr? Wie? Musste schon wieder los. Dann muss er etwas zurückgelassen haben. Meine Messwerte sind eindeutig. Als hätte sich ein Tor geöffnet. Ja, das Tor zur Hölle. Da vorne schnell! Ist er. Schnappt ihn euch! Tor klingt super. Ich hoffe, es hat eine Zugbrücke und Pechnasen auf den Zinnen. Was zum Willi? Tja, Alter, was sind das? Das nenne ich mal eine Zeitmaschine. Und wie sauber sie eingeparkt wurde. Lass bitte dein Geodreieck stecken, bis wir den Lynchmob abgeschüttelt haben. Würde ich mal auch sagen, schweren ne? Herzens. Auf ins UFO. Wow, das sieht kompliziert aus. Ja. Durch die Zeit zu reisen ist eben nicht dasselbe wie Sicherung zu wechseln. Ha! Wo wir hingehen, brauchen wir keine Sicherung. Das sehe ich genauso. Wenn das Zeug einschaltet? Himmel, nein! Dafür wären theoretisch monatelange Analysen vonnöten. Theoretisch. Dies, lieber McChronicle, hingegen ist die Praxis. Schau zu und lern. Drück auf den Knopf. Genau. Zack. Oh.
Das scheint nicht wirklich was zu verändern. Okay. Wir können nur nach Elysium. Dann würde ich sagen, auf nach Elysium! Da, ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, ja. Ich weiß ich das. Ich rate. Vorsicht! Und jetzt volle Kraft voraus. Oder zurück. Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Ist noch alles ganz. Während du dich gut festhältst. Ah. Das sind wir. Das ist Elysium. Ich habe es tatsächlich geschafft. Den Anzeigen zufolge ist es ein zukünftiges Elysium. Ach, welches Elysium ist doch vollkommen wurscht. Ich kenne ja hier eh keinen. Obwohl, da war diese Frau in meiner Vision. Wie weit in der Zukunft sind wir? Schwer zu sagen. Ein Jahr, zwei maximal. Sehr gut. Dann dürfte ihre Haut ja noch nicht in labbrigen Falten bis zum Boden herunterhängen. Ist das wirklich deine einzige Sorge? Aber jo. Nicht doch. Momentan sorge ich mich, ob ich noch einen guten Platz am Pool bekomme. Was? Wir können doch nicht einfach... Falsch. Du kannst nicht. Ich kann. Und ich werde. Viel Spaß beim Knöpfchen drehen, du Blindfisch. Aber irgendwie scheint es alles ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Luftballons zu gewinnen. Endgeil. Komm, dann spielen wir mal. Wie jetzt? Kein Strom. Das sind ja geradezu deponiöse Zustände hier. Ich hab's doch gewusst. Hier stimmt was nicht. Aha, diese Tür ist ein Spalt breit offen. Wollen wir doch mal gucken, ob... Kombiniere. Ich bräuchte eine Art Hebel. Wir haben aber nichts dabei. Sehr verdächtig. Hallo? Jemand zu Hause? Eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Schauen wir mal nach draußen, wo wir nun wirklich sind und wann. Nicht. Das ist sicher nur wieder dieser Albtraum. Elysium kann nicht abgestürzt sein. Wann soll denn das bitte passiert sein? Hallo? Bing, 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 bing. Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden. Das wäre dann wohl ich, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle hier die Bedingungen, klar? Wie Sie meinen. Haben wir's doch gewusst. Oh Mann. Das und ist das so traurig. Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie. Holen Sie mich endlich hier raus! Schon gut, schon gut. Man wird doch mal ein bisschen menschlich sein dürfen. Entschuldigung, das sind die Nerven. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass Ihre Enden lose aus dem Arm baumeln. Buh. Ist ja gut. Komm, beseitigen wir mal das Rohr. Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Wart's ab. Tun Sie schon was? Scheiße. Nein, wieso? Das ist großartig. Oh, eine Stange. Hebel. Ein Hebel.
Guck mal, ein Blumenkasten. Können wir da Blumen reinmachen? Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt. Bernd das Brot ist hier irgendwo. Irgendwo ist Bernd das Brot. So. Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Schokoeis, Vanilleeis. Okay, hier gar nichts. Eislift funktioniert nicht. So, ich würde sagen, mit der Stange brechen wir die Tür. Hallo? Hallo? Komm schon, Mac. Willst du wirklich hier bleiben? Was? Nein, im Gegenteil. Ich will hier so schnell wie möglich weg. Wir müssen zurück in unsere Zeit, bevor wir noch... Psst, sag mal ruhig. Hörst du das auch? Nein. Was? Ich höre nichts. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte irgendwelche dämlichen Einwände gehört, um diesen erhabenen Moment zu ruinieren. Er will den Spielverderber spielen, aber ich habe nicht die Absicht, ihn gewinnen zu lassen. Weil wir haben nichts übrig für Spielverderber. So, aufbrechen, brech es auf. Och Mann. Ich wollte schon gerade sagen. Außer Besen nichts gewesen. Eine Abstellkammer. Ein Höhepunkt purzelt über den nächsten. Kennen wir nicht diesen Hut? Den haben wir doch schon einmal gesehen. In einem anderen Leben. Yeah. Geilo. Ach so, die ist ja leer. Dieses Elysium entwickelt sich langsam zur Parade der Enttäuschungen. Wird immer schlimmer. Oh, Hauptsicherung. Anmachen. Sehr geil. Was zum... Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Hier gibt es lustige Luftballons zu gewinnen. Ballons? Also mit so einem Kinderkram. Also Moment mal, sind das etwa Heliumballons? Aber natürlich. Wie die man benutzt, um schwere Trümmerteile abzutransportieren? Das wäre mir neu. Kein Wort mehr. In diesem kongenialen Denkapparat formt sich gerade der Plan zu einem neuen, brillanten Manöver, über das noch Generationen sich miteinander unterhalten werden. Vorausgesetzt, Sie kriegen vor Staunen den Mund zu. Das ist wohl wahr, dann lass uns spielen. Hurra! Tausender Applaus, die Menge tobt. Endlich ein würdiger Kandidat im Kampf um die Krone beim Paintball-Zielschießen. Yeah! Ein angemessener Empfang. Was muss ich tun? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 50 lustige Ballons. Verfehlst du, bekommst du zum Trost 20 rückgratstarken, schmunzelnde Ballons. Du kannst nur gewinnen. Hip, hip, Elysium. Yay! Oh Gott. Ich brauche keine Almosen. Ich werde mir die Ballons mit einem ehrlichen Treffer ins Schwarze verdienen. Wie Monsieur belieben. Halt den da raus. Das hier ist eine Sache zwischen dir und mir. Aber die ist ja leer. Ohne Munition ist das ziemlich... Aber das da unten, das sieht so ein bisschen aus wie Paintball. Guck mal, welche kriegen. Ich hätte da ein paar Fragen. Toll! Ich kann es kaum erwarten, sie zufriedenstellend zu beantworten. Wo bekomme ich neue Paintball-Munition her? Ist die schon wieder alle? Einen Moment, ich schicke jemanden. Ich glaube, das wird nicht gehen. Oh je, Problemo grande. Das Lager wurde beim Aufprall zerschmettert. Die Arbeiter sind eingeklemmt. Ich soll in ihrem Namen um Vergebung bitten. Sag ihnen, meine Vergebung will sich erst verdient werden. Na gut, dann fragen wir mal, was los ist. Was ist hier passiert? Ich wurde von einem freundlichen Herrn mit verwegener Frisur angesprochen. Wie bekommst du nur diese tolle Tolle hin? Ich benutze ranziges Motoröl als Haarwachs, aber nicht weiter sagen. Bravo! Eine brillante Methode, um herauszufinden, wer die wahren Freunde sind. Was? Elysium steht in Flammen. Es ist dir also aufgefallen? Ich hoffe, diese Unannehmlichkeit schmälert dein Vergnügen nicht allzu sehr. Ich komm klar. Puh, das ist eine Erleichterung. Ich kann kaum abwarten, diese schöne Nachricht den Bediensteten zu überbringen, die trotz ihrer Verletzungen die Lebenserhaltung für dich aufrechterhalten. Sag ihnen bitte auch, dass die Klimaanlage ein bisschen stark pustet. Es ist, das geht auch gar nicht, ne, mit der Klimaanlage. Wie funktioniert das Spiel noch gleich? Ach, es ist ganz einfach. Du schießt mit einem... Ja. Ich hab's mir überlegt. Ich nehme doch den Trostpreis. Ohne überhaupt gespielt zu haben? Dann gibt es aber nur die Hilfe.
Hälfte der Ballons. Nur die Hälfte? Vergiss es. Och Mann. Danke für gar nichts. Es war mir eine Kur. Das reinste Sonnenbad. Ein... Tschüss, Ronny. Ach, Ronny. Okay, wir brauchen also, Damit ließ sich die Tür bestimmt aufbrechen. Vorausgesetzt, es gäbe eine Stelle, wo man ansetzen kann. Aber hier ist alles so dicht wie Tonis Mutter am Grill Donnerstag. Okay, dann gucken wir mal, ob wir mit der Stange vielleicht das Rohr wegkriegen. Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua! Das ist mein Bein! Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Was Blumen angeht, bin ich auch... Darum habe ich auch die Gartenarbeit immer Toni überlassen. Entschuldigung. Und ihr auch nichts zum Jahrestag geschenkt. Okay, kann ich... Kann man mit dem nochmal reden? Wollen Sie vielleicht doch nochmal die andere Matratze ausprobieren? Sprich mit der Hand! Okay, das Rohr kriegen wir so nicht ab. Okay, können wir vielleicht hier irgendwie dafür das abtreten? Dafür brauche ich nur meine Finger und meinen legendären Heißhunger auf Kaltspeisen. Bin ja blöd. Jetzt geht der, wir haben ja jetzt Strom. So. Na super. Das ist ja nur Sapsche. Ich bin enttäuscht, nicht mein Herr. Es liegt daran, dass es hier unten in der Küche brennt. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr wohl, mein Herr. Ah, was soll's, bevor es umkommt. Wie? Warum ist denn das jetzt weg? Wenn man halt Schokoeis. Ach, das ist auch wieder Plurre. Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Uns sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Uah, jetzt immer noch nicht. Komm, jetzt aber beim Vanilleeis. Immer noch Sapsche? Ich bin doch unsinnig! Das Trinkgeld ist hiermit gesch... Das ist, es ist eine Enttäuschung. So einen wollte ich immer... Mal gucken. Vielleicht jetzt? Immer so. Noch Sap... Immer noch... Heißhunger. Sehr immer schön. Okay, also das funktioniert nicht. Aber hier unten sind doch Kugeln. Ich dachte... Na gut, dann gehen wir mal rein. Vielleicht finden wir hier was. Eine Klappe, die sich hinten befindet. Mach dich mal nicht so breit. Sorry. Was ist da wohl drinne? Ein Feuerlöscher. Vielleicht könnte der doch noch nützlich werden. Nehmen wir ihn mit. Verdammt, ich komm nicht ran. Benutzen wir eine Stange. Ich behalte die Sachen lieber. Sie sind integraler Bestandteil meines Planes. Ja. Du, kannst du mal McCronical? Kurz beiseite? Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Okay, Feuerlöscher ist Feuerlöscher. Ne? Ein Feuerlöscher. Zumindest ist auf der Plakette ein kleines Flämmchen abgebildet. Beweisführung abgeschlossen. Okay, also ich würde mal behaupten, das ist kein Feuerlöscher. Aber, ja, sicher kann man sich nie sein. Aber ob das nun einer ist oder nicht, das werden wir das nächste Mal sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Deponia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Floma. Und bis dann. Tschüss.